vorgezogene Altersrente, ab wann greift die Hinzuverdienstgrenze? Mein Name ist Peter Knöppel, ich bin Rechtsanwalt und Rentenberater von rentenbescheid24.de. Erstmal ein herzliches Dankeschön an den für diese sehr interessante Anfrage. Und zwar möchte unser Kunde wissen, ab wann bei ihm denn eigentlich die Hinzuverdienstgrenze greift. Er bezieht ab dem 1. oder er bezog ab dem 1.10.2010 eine Altersrente für besonders langjährig Versicherte. Das ist die Variante abschlagsfrei mit 45 Jahren. Und er hat vorher einen sehr, sehr hohen Verdienst gehabt, also vom 1. Januar bis zum 1.10. einen sehr, sehr hohen Verdienst gehabt und wollte eigentlich noch vom 1.10., also ab Rentenbeginn, bis zum 31.12. arbeiten. Und nun hat er gelesen, dass wohl angeblich die Hinzuverdienstgrenze schon ab dem 1. Januar 2020 für ihn greifen wird. Nein, das ist natürlich nicht der Fall. Die Hinzuverdienstgrenze greift grundsätzlich immer ab Rentenbeginn. Wenn Sie also, wir sagen das immer, unterjährig eine Rente bekommen, dann greift oder dann beginnt die Hinzuverdienstgrenze zu zählen ab Beginn der Rente. Also wenn ich eine Rente am 1.10.2020 bekomme, zählt die Hinzuverdienstgrenze ab diesem Zeitpunkt. Und dann gilt auch für diesen, ab diesem Zeitpunkt, der volle Freibetrag. Der wird also auch nicht irgendwie aufgespalten nach hinten und nach vorne, sondern da gilt nur der volle Freibetrag ab diesem Datum. Das heißt also für unseren Mandanten hier, ab dem 1.10.2020 die Hinzuverdienstgrenze Altersrente von 44.590 Euro und zwar bis zum 31.12. Und wenn er in dieser Zeit weniger als die 44.590 Euro verdient, wird nichts an Hinzuverdienst an die Altersrente angerechnet. Näheres zum Thema Hinzuverdienst und Hinzuverdienstgrenze finden Sie auf www.rentenbescheid24.de. Ich wünsche Ihnen eine rentenstarke Woche, Ihr Rechtsanwalt und Rentenberater Peter Knöppel.